Only the eye is real. Wir spielen heute Squingle auf der Oculus Quest. 3. Genau. Squingle ist eigentlich so ein Spiel. Wie soll man es erklären? Es hat früher einmal dieses Spiel gegeben mit diesen zwei Elektroden, die was, also mit so einem komischen Draht. Und du hast mit dann so einem Teil umfahren müssen, hast nirgendwo ankommen dürfen und hast das durchgefahren. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das geheißen hat. Wenn du wo ankommen bist, dann bist du halt gescheitert und es ist noch Zeit gegangen. Squingle funktioniert eigentlich ganz gleich. Das heißt, man hat so eine Art Gedärme. Man fährt durch die Gedärme durch mit seinen zwei Kugeln, die man hat, und muss unterwegs mehrere kleine Kugeln aufsammeln. Und hat gewisse andere Sachen. Also ich habe noch nicht alles ausprobiert. Also jetzt habe ich meinen ersten Versuch, weil ich will ja nicht alles sagen, es soll ja nur ein First Impression werden. Hat man am Anfang nur eine Kugel, ist relativ einfach, man sammelt die anderen ein und fährt ins Ziel. Später, gleich kurz drauf, hat man zwei Kugeln und diese zwei Kugeln drehen sich in einer Tour. Das heißt, man muss jetzt auch immer noch aufpassen, wie sich die Kugeln gerade drehen, damit man die anderen mitnimmt, damit man Zwischenstopps machen kann, also so Checkpoints immer wieder trifft. Und man kann die Richtung der Kugeln ändern, indem man auf gewisse andere Punkte fährt. Und das ist eigentlich total gut gemacht. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, muss der Entwickler, wenn er mein Video sieht, vielleicht noch schauen. Bin nur draufgekommen, wenn ich auf Mixed Reality geklickt habe, bin ich trotzdem noch in einer normalen Virtual Reality gewesen. Habe zwar Mixed Reality gehabt, indem ich durchgesehen habe, aber erst danach bin ich draufgekommen, dass das ein kurzfristiger Fehler war. Also die Taste funktioniert noch nicht ganz hundertprozentig, dass sie da jedes Mal umschaltet, aber es funktioniert. Also ich habe jetzt dann wirklich zum Schluss, ihr seht es dann nicht, Mixed Reality gehabt, das hat wirklich hingehauen. Aber das Ganze habe ich wieder gestreamt mit meinem neuen Tender-Router, mit dem ich wirklich oberglücklich bin. Ich habe heute Half-Life Alyx gespielt mit mehreren Einstellungen. Es war immer scharf. Ihr versucht das Bestmögliche nochmal rauszuholen. Ich habe eine Latenz von ca. 30 Millisekunden gehabt, das war wirklich super. Habe 90 Bilder pro Sekunde eingestellt gehabt, das hat immer funktioniert. Also egal, was ich eingestellt habe, einfach mit dem Router funktioniert es super. Also ich tue euch den Router nochmal runter verlinken und mich würde wirklich interessieren, wenn es dann einer über meinen Link kauft, ob das bei euch dann auch so super funktioniert wie bei mir. Wie gesagt, das Amazon, ihr könnt es zurückschicken, wenn es nicht klappt, aber es sollte auf jeden Fall klappen. Der von mir noch kein Abo hat, bitte einmal das abschließen, weil ich sehe zwar, ich schaue zwischen 50, 70, 100 Leute meine Videos an, allerdings die Daumen fallen. Also zumindest, ich komme im Schnitt so auf 10. Es war einfach super, aber wenn euch das Video gar nicht gefällt, trotzdem auf Gefällt mir klicken wenigstens, damit ich mehrere Daumen habe. Und wenn ich mehrere Daumen habe, macht es mir wieder viel mehr Spaß, weil wenn viele das Video anschauen, dann ist es für mich viel interessanter, neue Videos wieder zu machen. Und ich mache es ja wirklich total gern, es macht Spaß. So, das war's von mir. Schaut euch Squingle an, kostet 9,90 €. Ich verlinke es euch drunter. Und wie gesagt, seit gestern gibt es jetzt das Mixed Reality Update. Das ist für die Quest natürlich noch lustiger, weil bei der 2er hat man das ja nur in Schwarz-Weiß. Ob der Quest 3 hast du es jetzt in Farb und das schaut absolut cool aus. So, das war es jetzt aber von mir. Tschüss, Baba, ab ins Spiel. So, wir spielen Squingle. Squingle gibt es jetzt schon länger und seit heute oder seit gestern gibt es ein Pass-Through-Update und mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht über das Spiel. Kostet 10 € und es fängt an mit Grab Me. Schaut das cool aus. So, also ich habe noch immer absolut keine Ahnung, um was es da geht. Options, New, Mixed Reality Off, Mixed Reality On, jawohl. Bereich einrichten, weiter, Scan starten, gehe weiter im Raum umher. So, wir werden wieder einmal den Raum scannen. Damit das Ding da weiß, wo wir den Raum haben, desto genauer wir es machen, umso besser. Keine Frage. Wir sind zwar schon voll, aber alles fertig gescannt ist, schaut die Sache natürlich noch besser aus. So, der Raum ist wieder einsatzbereit. Und jetzt bin ich neugierig, wie das jetzt funktionieren wird. Die Wände können wir noch ein bisschen nachpassen. So, und die sind circa da hinten. Da stimmt es auch ganz genau, hat er wunderbar selber erkannt. So, Möbel hinzufügen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Abschließen. So. Schauen wir uns das Ganze jetzt einmal an. Jetzt bin ich ja sehr, sehr, sehr neugierig. So, Pass-Through on. Ha, cool. Wir sind jetzt im Spiel.
So, normal Scale. Cool. Da streut das um und um, das Kringel. So, jetzt muss nur das Menü wieder weg. Ah, das Menü kann man da mal auf die Seiten tun. Oh! Geil. Seht ihr das? Ist das nicht geil? Jetzt ist die Wand im Spül drin. Jetzt kommt die auch noch dazu. Tschack, tschack, tschack. Und den Boden auch noch. Und jetzt bin ich wieder voll im Spül. Oh, ist das geil. So. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Aha. Easy Play, Play. Wir sind da Easy Play. Achso, apropos Options, gibt es da irgendwo noch die Sprache? Englisch? Deutsch? Ah, oh, das auch noch. Aha, normaler Master. Du siehst, dass ich den Kurs Pass-Through On zurücksetzen. Tutorial natürlich ein, weil ich muss ja wissen, um was es geht. Umgebungsmusik. Nur Umgebungsmusik aus. So, nur Umgebungsmusik aus. Na, passt schon. Lassen wir das einmal so. Und dann hätte ich gesagt, einmal einfaches Spiel. Und ist da irgendwo eine Erklärung dabei? Spielen oder einfaches Spiel? Das ist eigentlich lustig. Ja, wir nehmen mal das einfache Spiel. Schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Form 1. Das heißt, wir müssen da einmal das erste nehmen. Jetzt befinden wir schon wieder. Oh, geil. Mamma mia. Wow, schaut das halt aus. Wie ein Original in mein Zimmer. So, Nächste. Stirb, du kommst zu selten. Boah, schaut das geil aus. Kann ich gar nicht sagen, wie das geil ausschaut da mit dem, mit diesen Lichteffekte. Wir beginnen über den Raum zu manipulieren, verwende den Trigger, um dich bewegen und zu drehen. Geschafft. Greife in die Leere, um Dinge zu bewegen. Großartig. In Squingle musst du Kugeln mit dem Trigger greifen und zum Ziel führen. Ah, okay. Ihr wollt irgendein Video gesehen? Ich glaube, das ist so ähnlich, so wie die, wo man das einfach so durchführen muss. Ja. Wenn zwei Kugeln erscheinen, wird Timing und Drehrichtung entscheidend. Tief durchatmen, langsam und los geht's. Ja, fangen wir mal an, damit ihr mal seht, wie das jetzt wirklich ausschaut. Geil. Man schaut das geil aus, also ist ja echt. Sie kennen das Spiel gar nicht, aber für einen Zehner kann ich jetzt schon sagen, müsst ihr das kaufen. So, greife mich. Und jetzt fahren wir da halt einfach durch, gell? Ah, geil. Also allein die Vibrationen und so sind ja voll cool. Wow. So, ich sehe gerade ja gar nicht, wie es da hingeht. Ah, ja. Dafür hat man ja. Das ist so, als wenn man durch Gedärme durchfährt. Jetzt habe ich da einen ausgelassen, da ist er hin. Sind das jetzt alle? Hui! Was seht denn ihr jetzt eigentlich? Na, ihr das gleich was isig. Hui, und ich habe das Spiel zufällig auf Mixe nämlich gesehen, also auf mix.de, dass das jetzt eben ein neues Spiel ist, das jetzt irgendein sein Grafik-Update gekriegt hat. Da muss ich sagen, das ist voll geil. Deswegen habe ich mir gedacht, die laden wir das jetzt am Lover. Und das hat sich jetzt schon ausgezahlt. Das macht ja absolut Spaß. Greif mich! Hä? Mach das geil, wenn man da irgendwas bewegt, da alles so. Das sind zwei Kugeln. Sind wir die da genommen? Oh, was ist da? Jetzt muss ich selber überlegen. Jetzt ist eine zweite Kugel drinnen. Ah, da kann ich das Ganze. Aha, ich kann das Ganze verschieben und ändern. Okay, das habe ich nicht gewusst. Aber welche Kugel muss ich jetzt da durchführen? Für alle drei, okay. So,
So, greife mich. Die eine wölbt sich da immer so um. Jetzt muss ich nur aufpassen, ob sie das wohl nicht kaputt wird. Da ist ein Kontrollpunkt. Oder weiß, sind sie alle groß genug. So, greife mich. Wir holen uns einmal das Teil. Oh. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie man da sterben kann. Das war wieder der Kontrollpunkt. Was ist das da? Ob ich das jetzt auch wirklich geschafft habe, ja, okay. Also ich muss auf jeden Fall nur diese grünen einsammeln, die was da überall rumliegen. Ah, man hat ja eigentlich zwei, kann man da eigentlich gleichzeitig. Kann jetzt wahrscheinlich, ah, okay, kann man sozusagen Linkshändler auch sein. Also wegen der Zeit wahrscheinlich, gell? Okay, hätte man noch schneller schaffen müssen. Boah, die Zeit läuft. Boah, schaut euch das einmal da außen an. Ich meine, ich bin in meinem eigenen Zimmer und das schaut so geil aus. Das ist so geil. So, jetzt machen wir schnell. Ich muss zuerst schauen. So, da unten durch. Kontrollpunkt 1, 2, 3. So, da sind jetzt irgendeine Dings. Die fangen wahrscheinlich, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Die fangen jetzt wahrscheinlich mein Dings da ab. So. Haben wir das jetzt geschafft, so wie es sein soll? Auch noch einen, ja, wahrscheinlich wieder zu langsam. Musik ist auch cool. Das haben wir falsch gefallen. Ah. Scheint zu funktionieren. Weißt du, das ist ja so ein. Das schaut so geil aus. Das schaut wirklich geil aus. Also allein diese Effekte machen so einen Spaß. Die ist ein bisschen gruselig, die Frau. Hey, geil. Seht ihr das da? Ich kann da durchschauen, dahinter ist mein PC. Ist das nicht geil? Da hinten ist mein ganzes Zimmer. Ja, da ist der Hamsterkäfig von meiner Tochter. Hey, Hamster, sag ich schon, Hasen. Hasen. So, los geht's. Das ist, glaube ich, so ein Checkpoint. So, aber das ist ja schon das Ziel, oder? Au, was ist jetzt passiert? Alles aber noch nicht ganz draußen. Da ist jetzt irgendwas passiert, jetzt will ich zurück müssen. So, noch einmal. Ich bin ja der Orange, oder? Ja. Ups. Oh, jetzt bin ich ja. Wieso komme ich da nicht her? Ist da ein versteckter Kanal. Ah, wo geht denn der hin? Das ist ein versteckter Kanal.
Oh. Jetzt bin ich hängen geblieben. Boah. Ist ja noch schlimmer. Jetzt hätte ich das einmal an. Jetzt habe ich den Raum und dann. Na, das ist ein Wahnsinn. Also, ausschauen tut es geil. Coole, coole Mucke. So, wo sind wir denn da jetzt? Da sind die vier zum Holen. War keine Gegner, was ich so sick. Was die zwei sind, weiß ich noch immer nicht. Oh. So, jetzt muss ich echt noch mal schauen. Ich bin doch da. Aha, okay. Egal, welchen ich nehme, ich kann mir das aussuchen von den zwei. Den grünen oder den roten. Aber ich muss immer schauen, dass ich irgendwie beide durchbringe. Wow. Ah. Das ist so wie da, da muss ich schauen, dass die nachkommen. Oder sollte ich den zweiten da nehmen? Das kann ich auch nicht. Ich glaube, alle. Ah, da unten haben wir vergessen. Ups. Haben wir das jetzt nicht geschafft, gell? Oder? Wohl? Ah, das kann man so auch noch drehen. Cool. Das Geile ist ja das. Hallo, ich kann da durchschauen. Da ist mein Wohnzimmer. Da ist mein Computerraum dahinter. So, jetzt gehen wir es wieder an. Aufpassen, ich nehme mal an, dass der da, das will ich da gar nicht testen. Tschak, tschak. Der darf, glaube ich, nur mich nicht erwischen. Die anderen sind wurscht. Man muss immer aufpassen, da eine Draht sich nämlich immer. Das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger, aber da ist uns keiner mehr. Passt. Es wird jetzt echt schwieriger. Boah. Ah, das war der zweite, der wieder aus oben angekommen ist. Da musst du aufpassen. So, da ist ja auch noch. Also, das bin ja ich mit meiner Hand. Ah. Ja, da kriege ich den nicht mit. Boah, ist das schwer. Also, jetzt wird es schwieriger. Da müssen wir so, dann fällt einer vorne, einer hinten. Dann hätte ich so vorher wieder. Ah. Uga Katuga, folge mir. Ah, da gibt es ja einen Trick. Ja, aber ich muss ja die da dort nachholen. Genau, weil die drehen sich. Jetzt fahren wir da schnell durch. Na, die drehen sich in die falsche Richtung. Da komme ich nicht durch. Boah, das ist schwer. Genau, die drehen sich halt so rum. Jetzt muss ich natürlich so rum mitfahren. Das ist jetzt ausgegangen. So, jetzt muss ich die wieder rausbringen. Die drehen sich so rum. Dann muss ich so aus. Ah, das kann ja nicht sein. Also jetzt wird es echt schwierig. Warte, von, das dreht sich falsch rum. Das heißt, ich muss da über diese Gedärme fahren. Da, boah, ich komme da nicht durch. Ja, aber siehst du, kriegst da sogar ein Tutorial, wenn es einmal gar nicht mehr geht. Ja, aber da wollte ich nicht rein. Das weiß ich schon, dass ich da rein muss, aber dann komme ich nicht weiter. Ich meine, jetzt in dem Fall ist es wurscht. So, die drehen sich wieder. Das heißt, du musst da wieder mit dran. Dann da schnell da rauf. Das war jetzt wieder was Einfaches.
Ja. Da ist da hinten einer drin. Okay. Die drehen sich jetzt wieder so. Muss ich aufpassen, der dicke, einen nehmen wir mit. Haha, genau. Ah! Komm mit. So, jetzt wird es aber lustig. Puh, jetzt muss ich aufpassen. Ich muss noch auf meine zwei Kugeln aufpassen. Den ersten haben wir. Da müssen wir da mal aufhören. Man kann ja auch ganz nach hinten, ganz nach vorn gehen, das ist schon geil. Das sieht man jetzt wahrscheinlich am Monitor nicht so gut. Jetzt trauen die sich mit, da muss ich da her. Ah. Ich glaube, ich habe es geschafft. Hui! Nur an. Oh, Mama Mia. Ist das genial. Also es schaut so gierig aus. Mit diesem Mixed Reality. So, ich habe noch immer nicht gesehen. Da auf und dann. Ist da jetzt ein Beamer oder so irgendwo? Achso, die verstecken sich wieder, okay. Da ist nichts. Muss wieder da her. Dann kommen wir da wieder in den Kanal. Ausgelassen habe dazwischen. So, wie komme ich zum Zoll? Da hinten wahrscheinlich, gell? Ah. Ich habe es noch nicht gesehen. Ah. Nein, nicht platzen! Ah, Uga Katuga, Mimeluga. Mal wieder alle verloren, oder? Nein, die sind noch alle da. So. Aber ich sehe noch immer nicht. Jetzt muss ich da kurz gegen die Wand oder so, gell? Aha, jetzt habe ich es gesehen. Ich muss da her. Das war jetzt nicht mehr so leicht. So, die coole Sonne ist wieder da. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu viel spüle, weil ich will euch ja nicht alles wegnehmen von dem Spül, sondern ich will euch nur das zeigen, was Sinn macht. Schaut euch einmal das an, also allein diese geilen Grafiken, und das macht euch schon irrsinnig viel Spaß. So. Aber was ist der da oben eigentlich? Das habe ich noch nicht ganz verkapiert. Was der mir da oben bringt. Null! Weißt du was, ich gehe jetzt einmal kurz irgendwie in ein Menü zurück. So. Optionen, das passt eh. Mixed Reality off. On. Aha, okay. Jetzt haben wir wirklich rein nur in unserem Wohnzimmer. Also ihr seht da unten nicht, da bin ich. Habe ich extra mit den zwei Kameras das halt so eingestellt, damit man das jetzt genau sieht. Ich sehe da meinen Raum. Das Einzige, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, weil eigentlich ist ja das jetzt die Mixed Reality. Da ist Brat genug. Aha. Jo, keine Ahnung. Gehen wir mal da her.
komme ich da jetzt her? Einfach so. Weil für mich ist ja das jetzt die Mixed Reality. Ich schaue mal kurz in die Optionen. So, Mixed Reality off. On. Jetzt passt es eigentlich, ja? War Mixed Reality on. Das war jetzt irgendwie verkehrt, glaube ich. Aber jetzt bin ich auf on und so soll es ja auch sein. Also ich glaube, das hat jetzt einfach früher nicht gepasst. Hätte ich jetzt gesagt. Schaut mal, wie cool das ist, wenn ich da so umleicht. Ach, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So, zurück. Jetzt gehen wir mal kurz zurück. Aufs normale Spiel. Guthaben verlassen. Was ist ein Guthaben? Bewertung hinterlassen. Ah, dann kriegt man dann ein Guthaben. So. Bin ich mir selber nicht sicher, ob ich da was falsch gemacht habe früher mit dem Mixed Reality Modus. Na, ist ja wurscht. Ja, aber jetzt ist wirklich Mixed Reality. Jetzt ist sie wirklich da drinnen. Boah, das schaut so geil aus. Schaut euch das an, das ist ja echt. Kommt da irgendwas? Nein, da kommt nur meine normale Wand. So, jetzt fahren wir da nochmal rum. Das ist jetzt das Mixed Reality, aber jetzt muss ich mir echt mein Video nochmal anschauen. Ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, aber das schaut geil aus. Das macht echt irrsinnig viel Spaß. Ah, das ist Ziel. So, da ist noch leicht. Ah, leicht. Da ist nur eine Kugel. Ups, da und dann zurück, holt man auf die Kugel und das Ziel. Boah, schaut das geil aus. Also allein diese Effekte im ganzen Raum, ist ein Wahnsinn. Macht irrsinnig viel Spaß. Ziel. Und eben das Spiel habe ich auf Mixed gesehen, auf mixed.de. Und da haben sie gesagt, dass das Spiel gestern eben rausgekommen ist mit einem neuen Mixed Reality Update. Und ich kann euch nur sagen, das schaut geil aus. Also da steht Kontrollpunkt. Also das muss ein Kontrollpunkt sein, das andere habe ich trotzdem noch immer nicht ganz überrissen. Das sind die Punkte, die man mitnehmen muss. Da ist der Kontrollpunkt. Da braucht man immer schauen, weil er tut das so schön, sich so schön herdrehen. Ah! Und das Spiel hat da in die Bewertungen, kann ich gleich sagen, überall 5 Punkte gehabt. Das ist irgendwas mit Wiederholung, also ganz kapiert habe ich es noch nicht. Na, die Richtungswechsel ist das. Dann dreht er sich in die andere, die drehen sich dann in die andere Richtung. Alles klar, so jetzt. Das ist natürlich so gescheiter, wenn er so dreht. Und dann kann man auch sagen, nein, ich will es andersrum haben. Ist in dem Fall egal. Dafür ist das da, Richtungswechsel. Also das hat er im Tutorial nirgendwo gezeigt, wie das funktioniert. Das ist einfach nur, weil die Kugeln, die drehen sich halt so. In dem Fall ist mir das egal, da ist mir das auch egal. Jetzt bin ich in dem großen Raum. Der Kontrollpunkt. Au! Also wenn man beim Kontrollpunkt war, dann funktioniert das schon recht gut. Jetzt bin ich echt neugierig, wenn ich noch einmal in die Wiederholung schaue, wie ich da jetzt wirklich was falsch gemacht habe. So. Gut, wir machen jetzt das Level noch und dann, ich muss euch ja auch ein bisschen was spülen lassen. Also jetzt kommen dann die Hindernisse. Bei den Kontrollpunkten darf man immer weiterspülen. Warte, jetzt probiere ich mal drauf zu gehen. Das heißt, beim Kontrollpunkt kriege ich das, was ich schon gehabt habe, wieder zurück, oder? Nein, die sind auch wieder fort. Okay, die muss ich auch wiederholen. 1, 2, 3. Schnell vorbei.
dann dreht sich der jetzt gerade so her. Dann haben wir jetzt ein paar Richtungswechsel. Ja, ist sehr gut in dem Fall, weil ich muss ja wieder zurück. Da ist der Richtungswechsel wurscht. Weil da ist der Richtungswechsel eigentlich genau falsch. Ich muss genau, genau so rum muss ich immer. Ah. Nein! Nicht noch einmal. Aber ich glaube, ich habe noch alle. So, wie mache ich das jetzt? Boah, wie hätte ich den da oben noch bekommen? So, wie mache ich denn das jetzt? Wenn er oben ist, oder? Na, wenn er so durch ist. Schnell zurück. Also absolut coole Idee. Und jetzt kenne ich mich schon besser aus, also die Drehungen einfach mitmachen. Aber wenn es zu weit gedreht ist, dann platzt, dann ist auch Platz da eh. Also so wie jetzt in dem Fall, dann platzt er mal. So, da ist gut, wenn er sich wieder so rumdreht. Problem ist natürlich jetzt, was mache ich da? Eigentlich nichts, weil da ist ja das Ziel. Kann ich da vorbei hinten? Komm ich vorbei? Aha, schwer, ja. Schwer, schwer. Puh. Da nutzen wir die ganzen Drehungen fast nichts. Na, das ist keine Chance. Na gut, auf jeden Fall ist das Spiel. Und da ist das Squingle, kostet ca. 10 Euro und macht aber irrsinnig viel Spaß. Überhaupt mit diesem Mixed Reality Modus. Jetzt gehen wir da nochmal ins Menü rein. Jetzt schalte ich das noch einmal kurz weg. Mixed Reality off, jetzt hat sich nichts getan. Dann machen wir fortsetzen. Also das ist das Einzige, wo ich sagen muss, lieber Entwickler, ich glaube, da ist ein kleiner Fehler drinnen. Weil da ist da jetzt ab und zu wurscht, ob ich das jetzt ein- oder ausschalte. Ah, jetzt geht's wieder. Na, doch nicht. Man muss ein paar Mal draufdrücken. Jetzt sind wir im Fortsetzen. Jetzt haben wir ganz normal die Mixed Reality. So, Mixed Reality an, jawohl. Wenn ich jetzt auf Off schalte, bleibt er trotzdem auf On. Also das ist das Einzige, was jetzt nicht ganz, scheinbar nicht ganz funktioniert. Aber man macht jetzt keinen Spielabbruch oder macht das jetzt deswegen nicht schlechter. Auf jeden Fall, ihr könnt das Teil dann drehen, wie ihr wollt. Ich meine, das Level ist jetzt schon ein bisschen schwerer, weil ich auch das Problem habe. Jetzt muss ich diese Kugeln, die drehen sich immer weiter. Das habe ich irgendwie geschafft. Und jetzt kommt sie wieder. Jetzt haben wir, glaube ich, aber nicht einmal im Mixed Reality und trotzdem sind wir weiter. Und das bleiben in Mixed Reality. Na, auf jeden Fall, also das Spiel macht irrsinnig viel Spaß. Ist total lustig, also wer so auf so kleine Spiele steht, der hat was davon und das kostet nur einen Zehner. Es gibt da sicher einen Referral-Link, falls das irgendeiner unbedingt haben will, kann er mir auf jeden Fall anschreiben, weil dann kann ich ja auch so einen Link schicken. Und dann kriegen wir nochmal 25%, dann kostet das Spiel leider 7,50 Euro. So, was ich noch dazu sagen wollte, das Ganze hier streame ich zu meinem PC direkt. Das heißt, ich habe jetzt Zeta Quest 3, haut einmal Ton eigentlich 1:1 hin. Das heißt, ich verwende jetzt nur noch den Wi-Fi 6 Router da unten von Tenda. Der übertragt das direkt um auf meinen PC. Ich brauche nichts mehr hinten nachschneiden. Und der war wirklich, es passen die Bewegungen, es passt das Audio eigentlich fast hundertprozentig zusammen, sodass man eigentlich gar keine Verzerrung mehr sieht. Ich werde den Router noch einmal unterhalb verlinken unter meinem Video, dass ihr den bestellen könnt. Also der ist wirklich top. Also an und für Virtual Desktop ist er sowieso ein Traum. So, dann wünsche ich euch was. Tschüss, Papa, euer Uwe.